Lauri reagiert. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Reaktionsvideo. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass ich sowas jetzt auch dann mal machen werde, nachdem so viele von euch ständig mir in den letzten Jahren gesagt haben, Bauchi, mach doch mal auch React-Videos. Ja, ich habe mich eine Weile damit beschäftigt, habe mir viele andere Reacts angeguckt, wie andere Leute das so machen und mir dann auch sehr dabei überlegt, worüber ich oder was, worauf ich denn eigentlich reagieren möchte, auf was für Videos. Und ja, irgendwie ist mir da gestern Abend ein Video, das neue aktuelle Video von der Alicia Joe angezeigt worden. Und da habe ich mir gedacht, bei der Überschrift wäre das mal ein Video. Deswegen, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Das werde ich mich jetzt euch zusammen gleich das erste Mal machen. Und dann gucken wir mal, was die gute Alicia dazu sagen hat, weil ihr Video heißt, warum sich wählen lohnt, auch wenn du etablierte Parteien hast. Und das ist natürlich für mich ein sehr interessantes Thema, weil das würde ich jetzt gerne mal wissen, wie Alicia Joe versucht, mich als Nichtwähler, da komme ich nachher auch nochmal zu, warum ich das in Anführungszeichen setze, überzeugen will, dass es besser ist, doch zu wählen. Vor allem bei der Europawahl. Ich bin mal gespannt. Ich setze euch mal hier auf den Dings und dann machen wir hier das mal an. Weil es sich an all diejenigen richtet, die daran zweifeln, ob es sich überhaupt noch lohnt, wählen zu gehen. Am 9. Juni ist die Europawahl, sprich wir alle wählen das Europäische Parlament. Eine Besonderheit in... Nein, wir wählen nicht alle das Europäische Parlament, sondern wie viele wissen, viele nicht. Ne? Das ist ja der Grund, warum man so ein Video überhaupt macht, wahrscheinlich. In Deutschland darf man dieses Jahr sogar schon ab 16 wählen. Das heißt, das Thema sollte für fast alle Zuschauer dieses Kanals interessant sein. Worum es bei der Europawahl ganz genau geht und wie das alles funktioniert und sich zusammensetzt, darüber haben schon andere Kanäle gesprochen. Wenn euch das tiefer interessiert, dann schaut doch zum Beispiel mal in dieses Video hier von Mr. Wissen2Go. Ich möchte heute mit euch darüber reden, warum es sich wirklich, wirklich lohnen könnte, dieses Jahr wählen zu gehen, auch wenn man eigentlich kein Interesse an Politik hat. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Bei der Europawahl 2019 lag die Anzahl der Nichtwähler bei 38,6%. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es 23,6% der Deutschen, die ihre Chance zu wählen nicht wahrnahmen. Nett ausgedrückt, ne? Die Chance zu wählen nicht wahrnehmen. Ich vielleicht eingangs für all die, die bis hier noch dabei sind, einfach mal kurz eine Grundinformation. Es ist nicht so, wie das immer dargestellt wird und auch wie die Alicia das jetzt gerade darstellt, dass Leute, die sich an diesen Wahlen nicht beteiligen, keine Wahl treffen würden. Und das ist eine sehr, sehr wesentliche Wahl, von der ich schätze, dass auch in diesem Video von der Alicia wieder vollständig abgelenkt wird. Nämlich, es ist die Wahl, Ja zur Fremdherrschaft zu geben. Sich an diesen Wahlen zu beteiligen, ist ein Ja dazu, von anderen Leuten rumkommandiert zu werden und sich dann hinterher zu wundern, warum die immer weiter in mein Leben eingreifen. Und das ist das, was ich so dramatisch finde, warum man gerade, glaube ich, ganz andere Videos machen sollte, als das, was die Alicia da macht, indem man darauf hinweist, dass es tatsächlich eine andere Option gibt, die viele auch inzwischen gewählt haben und jeden Tag aufs Neue wählen, als Alternative zu dem, was uns da zur Verfügung gestellt wird. Die Chance, zwischen Scheiße und Scheiße zu wählen, auf die viele Leute einfach keinen Bock mehr haben. Und nicht nur keinen Bock mehr haben, sondern massive bis zu
existenziellen Problemen. Das sind mehr als 14 Millionen Menschen, die ihre Stimme quasi verschenkten. Und wenn man dann noch bedenkt... Verschenkten. Gut, dass du so machst, weil sie haben sie nicht verschenkt. Sie haben sie einfach sehr anders getroffen, als du dir das gerade vorstellen kannst. Denkt, dass ungefähr 1% der Wähler einen ungültigen Wahlzettel abgab, sei es extra oder unwissend. Und dass sehr, sehr viele Menschen auch Kleinparteien wählten, die dann an der 5%-Hürde scheiterten und nicht in den Bundestag einzogen, dann erkennt man rein rechnerisch, dass sich vermutlich über 30% der deutschen Bevölkerung nicht wirklich im Bundestag vertreten sieht. Das klingt irgendwie unfair und vor allem deprimierend. Und wenn man das so hört, dann kann man auch echt politikverdrossen werden. Also warum erzähle ich euch das überhaupt? Naja, weil dieses Jahr bei der Europawahl... Ich glaube nicht, dass irgendjemand politikverdrossen wird, weil die kleine Partei, die er gewählt hat, an der 5%-Grenze scheitert. Ich glaube, Politikverdrossenheit kommt bei den Leuten auf, weil die Politiker alles andere als ehrlich sind, weil die offensichtlich nicht das Interesse des Volkes oder irgendeiner Gruppe im Volk vertreten, sondern Konzerninteressen. Und das ist, kann man mich jetzt einen Verschwörungstheoretiker nennen, aber wer das für eine Verschwörungstheorie hält, der sollte definitiv mal ein bisschen Hausaufgaben machen, weil inzwischen ist so ziemlich alles konzerngesteuert, was man sich halt eben auch angucken kann, wenn man sich anguckt, wie die Welt aussieht. Das, was Konzerne in der Lage sind, an diesem Planeten einen Schaden auszurichten und dadurch halt eben politische Deckung haben und das eben nicht von ungefähr kommt, ist krass. Alles anders werden könnte. Dazu einmal meine persönliche Geschichte, die ich auch schon in einem anderen Video angerissen hatte. Ich hatte bei vergangenen Wahlen einfach immer die Strategie, eine der größeren etablierten Parteien zu wählen, und zwar immer die, die in dem Moment am ehesten zu meinen eigenen Werten gepasst hat. Also die passende Scheiße. Warum? Naja, weil ich einfach gedacht habe, dass das taktisch am klügsten ist. Ich habe also taktisch gewählt. Es gab aber tatsächlich schon bei der letzten Bundestagswahl Kleinparteien, die ich für sehr gut befunden habe und auch für viel näher an meinen persönlichen Werten. Aber ich habe gedacht, ja, Moment mal, das macht aber rein rechnerisch keinen Sinn, weil die werden ja eh an der 5%-Hürde scheitern. Warum wohl? Die werden halt eben nicht subventioniert von dem, was die in ihren Programmen stehen haben. Deswegen kommen sie dir auch attraktiver vor, ist das, was die Konzerne nicht brauchen können. Die Konzerne sind aber die, die das Geld in die Politik schmeißen. Und die Parteien brauchen dieses Geld. Und die Konzerne oder Geldgeber werden es nicht einfach so hergeben. Die haben dafür immer Erwartungen. Nenn das eine Verschwörungstheorie, wenn du möchtest. Es ist keine. Also nehme ich lieber eine der größeren Parteien, die dann auch in den Bundestag einziehen wird, und gebe da sozusagen meine Stimme nicht ab an jemanden, der eh nicht in den Bundestag einzieht. Der Gedanke ist nicht ganz falsch, aber er ist auch nicht ganz richtig. Erstmal ist es so, dass man natürlich mit der Wahl einer Kleinpartei ein politisches Statement setzen kann. Man sendet der Gesellschaft, aber auch den etablierten Parteien mit seiner Stimme dort ein Signal. Und wenn das genügend Leute machen, dann manchmal auch ein sehr deutliches. In einem Vierjahresturnus, während man täglich ein politisches Statement sagen kann und setzen kann und sagen kann, ich mache das nicht mehr mit, macht ihr eure Politik untereinander aus, zieht in Kriege, beschießt euch gegenseitig, aber lasst doch endlich mal die Leute in Ruhe, die da keinen Bock drauf haben, und lasst die einfach frei und selbstbestimmt ihr Leben leben. Statt ihnen die Fähigkeit abzuerkennen, selber nicht in der, oder selber in der Lage zu sein, dafür zu sorgen, weder für sich noch sein Umfeld eine Gefahr darzustellen. Und das ist für mich was extrem Wichtiges. Und der Grund, warum wir das nicht können, liegt an einer jahrzehntelang ablaufenden Propagandamaschinerie durch Hollywood und überhaupt irgendwelche Dinge, die uns vermitteln: Mach bloß nicht den Fehler, auf deine Mitmenschen zu vertrauen.
vor denen musst du Angst haben. Und nur deswegen, weil wir so geprägt sind, hat das überhaupt irgendeine Möglichkeit auf Bestand hier, dass diese ganze Quatsch überhaupt so in dem Ausmaß stattfinden kann, dass es uns allen, wir stehen jetzt ja hier vom Dritten Weltkrieg, ne, was muss ich da noch anders argumentieren? Also da hat nicht irgendein Volk uns hingebracht. Das waren diese Politiker, die durch unsere Wahl sich berechtigt fühlen, zu tun, was immer auch sie wollen. Außerdem hat es natürlich auch einen persönlichen Wert, sagen zu können, dass man eben keinen Kompromiss gewählt hat, sondern das für sich Bestmöglichste. Noch viel wichtiger. Ne? Aber ohne dabei die Auswahlmöglichkeit in Betracht zu ziehen, von der ich hier gerade die ganze Zeit rede. Bei der Begründung, warum man vielleicht nicht taktisch wählen sollte, ist aber der Fakt, dass bei der Bundestagswahl bzw. auch der Europawahl jede Partei, die mindestens 0,5% der Zweitstimmen bzw. Stimmen erhält, anschließend Anspruch auf die staatliche Parteienfinanzierung bekommt. Und ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht. Und was ist daran irgendwie besonders? Naja, also gerade für Kleinparteien, die jetzt nicht unbedingt die super großzügigen Spender haben, ist das eine richtig, richtig gute Sache, Anspruch auf die Parteienfinanzierung zu bekommen, weil man dann einfach mehr Geld zur Verfügung hat. Das heißt, es kann echt viel bedeuten, wenn man vielleicht eh unzufrieden ist, vielleicht gar nicht wählen würde, eine Partei zu wählen, die eine Kleinpartei ist, wenn man denen dann immerhin vielleicht die Möglichkeit auf mehr finanzielle Mittel einbringen könnte mit der Stimme. Aber wenn das denn die einzige Geldquelle wäre, die für Parteien zur Verfügung stünde. Ist aber halt eben nicht so. Soll so aussehen und deswegen gibt's das, aber es ist halt anders. Das ist auch nicht der wichtigste Grund. Jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Grund und das ist wirklich so, wenn ihr nur eine einzige Sache aus diesem Video mitnehmen wollt, dann die folgende. Bei der Europawahl 2024 gibt es für deutsche Wähler keine 5%-Hürde. Es war zwar mal die Diskussion im Raum, ob eine sogenannte Sperrklausel eingeführt werden soll, wurde sie aber nicht. Das bedeutet ganz konkret, und auch das finde ich wird viel zu selten erwähnt, Kleinparteien haben eine sehr, sehr gute Chance, ins Europaparlament einzuziehen. Genauer gesagt könnten schon 0,5% der Stimmen reichen, damit eine Partei einen Kandidaten nach Brüssel schicken kann. Und das ist für Kleinparteien eine riesige Gelegenheit. Ja, das ist für kleine Parteien eine Riesengelegenheit, nach Brüssel zu kommen und letztendlich dann da noch nur mehr Blödsinn zu veranstalten. Weil, kommen die denn da dann da durch? Sie bekommen vielleicht Gehör, aber du siehst doch, was mit denen passiert, Alicia, denke ich, hoffe ich, dass du das siehst, die eine andere Meinung haben als die, die ja gerade am meisten vertreten wird. Die Leute kriegen einen auf die Mütze, die werden klein gemacht, die werden gecancelt, die werden mundtot gemacht. Ja, meinst du denn, das wäre da anders? Sorry, aber ich finde das blauäugig. Oh, ich muss hier auf den anderen, ich bin im falschen Mund. Ah, so. Wie könnte das konkret aussehen? Das sehen wir, wenn wir uns die Europawahl von 2019 mal retrospektiv anschauen. Die Piratenpartei, die Tierschutzpartei, die Familienpartei, die ÖDP und Volt haben jeweils einen Sitz im Parlament bekommen. Bei der Satirepartei, die Partei, waren es sogar zwei Sitze. Das ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Es ist eine Person im Parlament, die eine sehr konkrete Gruppe von Menschen und deren Ideen vertreten kann. Ich persönlich halte das für demokratischer als eine Wahl mit Sperrklausel. Es gibt zwar auch Argumente für eine Sperrklausel, also für eine prozentuale Hürde. Wenn euch das tiefer interessiert, schaut das gerne selbst nach, geht da tiefer ins Thema rein. Aber es gibt, wie gesagt, dieses Jahr in Deutschland für die Europawahl keine Sperrklausel, keine 5%-Hürde. Und deswegen sprechen wir im Folgenden auch jetzt einfach nur noch über die Ist-Situation. Bei der anstehenden Europawahl hoffen also weitere Kleinparteien, auch die, die es 2019 vielleicht nicht geschafft haben, ins Europaparlament einziehen zu können. Kleinparteien mit vielen Mitgliedern und einer sehr guten Chance auf das Parlament. Ich frage hier gerade nochmal, ne, selbst wo du jetzt gerade sagst, dass das ja schon stattgefunden hat, hat es irgendwas geändert?
Aber du sagst, das ist ein Anfang. Ein Anfang wovon? Ich sehe da gar nichts passieren. Das ist Kleckern. Das ist da sehe ich keine Chance drin. Vor allen Dingen nicht, wenn ich mir angucke, was mit Parteien, die als Außenseiterparteien angefangen haben, dann auf einmal irgendwie doch tatsächlich eher irgendwie nach 20, 30 Jahren eher in den Machtbereich reinkommen, keine Außenseiterparteien mehr sind, sondern auf einmal Regierungsparteien, wie zum Beispiel die Grünen, ne? Und was die dann aus ihrem Mandat machen, Granatenwerbung für weiter wählen zu gehen. Richtig gut. Das ist ja, ey, lasst uns auf jeden Fall weiter lieber diesen Menschen die Herrschaft über unser Leben anvertrauen als uns selbst. Sorry, da komme ich nicht mit, wie jemand so überhaupt dann noch denken kann. Seid ihr alle sowas von manipuliert, dass ihr so wenig Selbstvertrauen habt und Vertrauen in euch selber habt, um der Meinung sein zu können, dass ihr selber euer Leben besser regeln könnt als die? Und wenn wir uns gegenseitig mal die Freiheit geben würden, das zu tun, das fände ich demokratisch. Das wäre was, wo aus der Ist-Situation heraus sich ergibt, wie sinnvoll ist zu handeln. Und nicht, weil irgendwelche Spacken da oben, die völligen Bezug zum Volk verloren haben, irgendwas, was auf dem Papier gut aussieht, durchsetzen und der Rest des Volkes kann sich dann, also auch die gewählt haben, denen geht es ja dann auch nicht besser dadurch. Ne? Die dürfen das dann alles austragen. Weil sie ein Kreuzchen gemacht haben, wo man sagt, ja, ich will von anderen regiert werden. Hätten sie das mal gelassen und stattdessen ihr Leben selber in die Hand genommen, dann wüssten die, wovon ich gerade rede. Weil dann hätten die ja selber Erfahrungen zu. Und dass das nicht irgendwie eine Theorie ist, sondern dass für viele Leute, die einfach als Nichtwähler abgestempelt und als Politik verdrossen, das sind souveräne Menschen. Die haben angefangen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Ich finde das richtig affig eigentlich, dass die hier gerade so runtergemacht werden. Die werden einfach als, ja, mit denen stimmt halt was nicht, an die Wand gestellt. Und das finde ich nicht nett, Alicia. Das ist nicht nett, sowas zu tun. Mensch, wären zum Beispiel dieses Jahr die Partei der Humanisten, deren Entscheidungsfindung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, oder die V3-Partei für Veränderungen Vegetarier und Veganer. Und es gibt natürlich auch nach wie vor die anderen kleinen Parteien, die ja schon im EU-Parlament sind und auch dieses Jahr hoffen, wieder einziehen zu dürfen, wie eben Volt, die Piratenpartei oder die Satirepartei, die Partei. Medial finden Kleinparteien aber meiner Auffassung nach deutlich weniger statt als die Big Player. Warum wohl? Warum wohl? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die werden gecancelt. Die bekommen da, ja, die haben ihre Daseinsberechtigung, damit man sagen kann, ja, wir lassen die ja hier auch rein. Aber haben sie was zu sagen? Siehst du die im Fernsehen? Hast du von denen irgendwann mal was gehört? Kein Wort. Und jetzt sagst du das gerade selber. Oder bei Wahlprognosen werden sie oft mit der Bezeichnung andere abgespeist. Was ja bei einer Bundestagswahl Sinn machen würde, wegen der 5%-Hürde, was aber bei der Europawahl eigentlich nicht so zusammengefasst werden sollte. Denn wir haben ja eben besprochen, dass man schon mit 0,5 bis 1% der Stimmen ins EU-Parlament einziehen kann. Ich persönlich finde solche Umfragestatistiken daher fast schon skandalös, weil sie eben dieses Narrativ von der taktischen Wahl und dem, ja, ich muss halt das kleinere Übel wählen, optisch total verstärken. Also man denkt, ja, ich muss ja eine von den Großen wählen, weil die anderen, das sind ja die, die es wahrscheinlich eh nicht reinschaffen. Aber das ist für die Europawahl faktisch falsch. Also wenn jetzt auf dieser Grafik beispielsweise alle bisher im EU-Parlament sitzenden Kleinparteien aufgezeigt würden, sähe das Ganze schon ziemlich anders aus. Und es würde den Bürgern, die so eine Grafik sehen, vermitteln, hey, also diese Parteien sitzen auch im Parlament und die haben auch eine Chance auf Wiedereinzug,
die kannst du auch wählen. What? Ja, ne? Schön, dass du es gerade selber nochmal genau schilderst, wie es ist, weil du hast ja eben gesagt, du willst von der Ist-Situation sprechen. Und da das so ist, dass du diese Grafik selber herstellen musst, weil sie nicht verfügbar ist und das auch weiter so bleiben wird, da kannst du dich drauf verlassen. Verstehe ich nicht, warum du trotzdem noch aufrufst, dafür zu wählen und dieses Spiel mitzuspielen. Du sagst gerade selber, dass da was nicht stimmt. Aber dein Video ist ja auch noch nicht zu Ende, es dauert ja noch 4 Minuten. Vielleicht kommt ja noch das, was mich überzeugt, dass ich doch irgendeine Partei wählen gehe. Whatever. Aber wen genau? Das wird nicht passieren. Ich habe keine Wahlberechtigung, weil ich keinen festen Wohnsitz, keinen Personalausweis und nichts habe. Also ich bin nicht mehr genug in dem System, um zu den Wahlen eingeladen zu sein. Aber ja, das passiert souveränen Menschen mal zwischendurch. Soll man denn jetzt wählen, wenn man sich bei der Europawahl für eine kleine Partei entscheiden möchte? Das kann ich euch natürlich nicht konkret beantworten und das solltet ihr natürlich für euch selbst entscheiden. Ich könnte euch jetzt den Wahlomat empfehlen, aber auch der könnte euch das wahrscheinlich nicht hundertprozentig beantworten. An der Stelle möchte ich nämlich noch ein paar Worte zum Wahlomat verlieren. Der ist ja gerade online gegangen vor ein paar Tagen und etwas Kritik dazu äußern. Ich finde nämlich, man sollte den teilweise mit Vorsicht genießen. Also der Wahlomat ist ja von der Bundeszentrale für politische Bildung und der soll ja eine Art Entscheidungshilfe sein, indem man halt einfach ein paar wirklich, ja, ein... Ich ergänze das gerade noch. Der Wahlomat ist mit Vorsicht zu genießen, genauso wie die ganze Politik sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist alles nicht, das ist alles Manipulationswerkzeug. Das eine wie das andere. Einfache Fragen mit Ja, Nein oder Neutral beantwortet und dann am Ende angezeigt bekommt, mit welcher Partei man wie stark übereinstimmt. Finde ich halt auch eben sehr interessant. Und das ist genau das, was es mit der Politik gemein hat. Da sind vorgegebene Fragen. Ich kann auch nicht mal die Fragen stellen, die mich selber politisch interessieren. Die spielen da gar keine Rolle bei diesen 38 Fragen. Ich habe mir da den Podcast von News zu angehört, wo Julian Reichelt und sein Kollege das da irgendwie durchgegangen sind. Ich habe dabei gemalt, ich habe nicht wirklich so, aber ich habe halt eben mitbekommen, so, dass also, na, hier, die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Also, für wen? Für die Europäer oder für die Afrikaner, die 2 Kilometer vor der afrikanischen Grenze aufgegriffen werden und dann übers ganze Mittelmeer nach Europa gerettet werden? Entschuldigung, das ist keine Seenotrettung. Seenotrettung ist, man greift auf und fährt in den nächsten Hafen. Und der ist nicht einmal quer übers ganze Mittelmeer, sondern irgendwo in Ufernähe afrikanischer Küste. So, ne, deswegen, also was für, was... Ja, wenn es für Europäer geht, wenn wir das brauchen, wenn wir das ansonsten nicht bisher schon gut genug hinbekommen haben. Was sind das für Fragen? Das interessiert kein Schwein. Meiner Auffassung nach muss man sich aber dafür eigentlich schon sehr gut mit Europapolitik auskennen, beziehungsweise muss eigentlich zu den einzelnen sehr, sehr vereinfachten Fragen total viel Kontext googeln. Ja. Also ich zeige euch das mal anhand des Beispiels einfach von der ersten Frage, die es da dieses Jahr gibt im Wahlomat zur Europawahl. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Und dann kann man halt antworten, ja, nein oder neutral. Wenn man sich jetzt aber noch nie mit diesem Thema befasst hat, ja, dann kommen halt so Fragen auf wie... Für wen ist diese Frage wichtig? Wenn nicht... Für das EU-Gremium, das gerne eigene Steuern erheben möchte. Hat irgendjemand sich von sich aus ansonsten beim Schiss auf dem Klo oder sonst irgendwas Gedanken mal darüber gemacht, ob die EU vielleicht besser eigene Steuern zusätzlich zu den nationalen Steuern natürlich noch erheben darf? Wer bringt sowas ins Spiel? Wer bringt sowas überhaupt in die Köpfe der Leute? Der Wahlomat. Ja, was für Steuern, welche Steuern, wie soll das funktionieren? Gibt es dafür Pro-Argumente? Was sind die Kontra-Argumente? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft? Alles Sachen, die man halt in dieser Frage nicht sieht und
die man halt eigentlich mit einbeziehen müsste in die eigene Entscheidung. Wenn man sich also noch nicht so viel mit Europapolitik befasst hat und dann vorsichtshalber bei solchen Fragen zum Beispiel immer neutral anklickt oder einfach nach dem Bauchgefühl entscheidet, dann besteht die Gefahr, dass man am Ende mit einer Partei gematcht wird, mit der man vielleicht sag es, wenn man zu den einzelnen Fragen mehr Kontext gehabt hätte. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich hoffe, du meinst nicht die Rechtsextremen. Also ich halte auch von der AfD nichts, ne? Machen wir uns hier nichts vor. Die würde ich genauso wählen wie alle anderen nicht. Weil es halt eben ein Spiel ist, das uns da aufgezwungen wird. Und ich mich nicht weiter geneigt sehe, dieses Spiel mitzuspielen seit 20 Jahren. Deswegen, wenn ihr den Wahlomaten als Entscheidungshilfe nutzen möchtet, würde ich euch eher empfehlen, eine andere Unterkategorie zu nehmen, nämlich es gibt den sogenannten Parteienvergleich auf der Website des Wahlomats. Da kann man nämlich immerhin sehen, welche Parteien wie zu welchen Thesen stehen und auch ihre Begründung dafür durchlesen. Das hat mir persönlich deutlich besser gefallen, weil es viel mehr Perspektiven in die Themen reinbringt, gerade in die, wo man jetzt vielleicht spontan nicht so viel zu weiß. Und wenn man dann Begründungen von Parteien hört, wieso sie so entscheiden, ja, dann hat man viel mehr Kontext zu der jeweiligen Partei. Des Weiteren werde ich euch, das habe ich bereits in meinem vorletzten Video erwähnt, in den nächsten Tagen auf meinem Zweitkanal Kleinparteien in Interviews vorstellen. Da habe ich jetzt tatsächlich schon die ersten Zusagen von Spitzenkandidaten gewisser Kleinparteien. Das erste Video ist sogar schon online auf meinem Zweitkanal und die restlichen Videos werde ich euch in der Infobox verlinken. Ich werde euch möglichst in weiteren Videos versuchen zu zeigen, Leute zu zeigen, die mit dem ganzen Quatsch überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Wie Menschen denken, die souverän sind, die selbstbestimmt ihr Leben leben, ohne Netz und doppelten Boden, aber eben frei von irgendwelchen ja, einfach, es sind Brainfucks, Entschuldigung. Diesen ganzen Blödsinn, den die da mal sind, das ist einfach nur da, um uns zu stressen. So. Ja, aber danke für die Idee, Alicia. Wenn du in die Richtung weitermachst, dann muss irgendjemand auch in der anderen Richtung weitermachen. Nehme ich gerne an. Generell sei nochmal gesagt, wählen ist wirklich easy, gerade bei der Europawahl. Also da gibt es nicht dieses komplizierte. Das ist es ja. Wählen ist so einfach. Man geht da hin und macht ein Kreuzchen und dann schmeißt man seine Stimme in eine Urne. Es ist so einfach zu wählen. Aber die Konsequenzen am Ende zu ertragen für die nächsten 4 Jahre, da sieht meistens schon bei vielen Leuten inzwischen so richtig existenziell bedroht ganz anders aus. Erststimme, Zweitstimme, nein. In Europa. Man muss einfach nur ein Kreuz machen bei einer Partei, die einem genau gefällt. Und man genau muss, wie gesagt, nicht mal ja großartig nein taktisch nein denken. Kein nichts. Kann. Man muss nicht mal nett dabei sein oder man muss einfach nur ein kleines blödes Kreuzchen machen, weil das kriegt ja wohl jeder verdammte Idiot so weit dann hin. Ne? Oder ihr macht halt einfach am Sonntag, den 9. Juni, einen kleinen Ausflug ins Wahllokal. Das ist auch ein Erlebnis, was man mal gemacht haben sollte. Oder an den Strand oder in den Wald oder umgibt euch mit liebevollen Menschen. Das ist definitiv auch was man unbedingt mal gemacht haben sollte. Finde ich. In seinem Leben. Finde ich. Wenn man das Privileg hat, wählen gehen zu dürfen. Ansonsten kann ich nur noch sagen, folgt meinem Zweitkanal. Ein sehr fragliches Privileg. Mal, wie gesagt, gerne für die Interviews. Folgt diesem Kanal, wenn ihr es noch nicht tut und in diesem Video vielleicht irgendwas Neues gelernt habt. Dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr in einem der nächsten Videos auch. Nicht wirklich. Du hast ja auch nichts Neues erzählt, genau genommen. Es ist ja alles die durchgequirlte Scheiße. Neues lernt und ansonsten geht wählen und tschüss. Ja, tschüss, Alicia. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Nee, ich mag die Alicia. Das mag vielleicht in dieser Reaktion nicht unbedingt rausgekommen sein. Was ich an der Alicia im Moment nicht so sehr mag, ist, dass sie
zwar in einem ihrer letzten Videos gesagt hat, dass sie nicht mehr so politisch und weil das und jetzt geht sie voll in die Schiene rein, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe aber auch irgendwie so den Eindruck, dass, hör mal, Alicia, kann das sein, dass dich das Wurm-Das-Self-Parabel-Ritter jetzt funkfinanziert ist und dass du das auch gerne hättest? Fängst du jetzt auch an, den Leuten am Maul zu reden? Das fände ich so schade, weil ich 2-3 Jahre lang deine Videos genossen habe, weil genau das nicht da drin zu finden war. Deine Videos ändern sich. Was ist passiert? Ist echt schade. Und jetzt rätst du den Leuten dazu, ins Feuer zu rennen und es immer weiter zu tun. Puh, ich finde es schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Wir sind am Ende dieses React-Videos angekommen. Lasst mich, wenn ihr noch da seid, einfach gerne wissen, was ihr so dazu denkt. Ich denke, da ist auf jeden Fall sehr viel Raum für sehr viele Gedanken, die nicht unbedingt Mainstream-Gedanken sind. Und ja, lasst mich gerne wissen, wenn ihr eine Idee habt, worauf ihr eine Reaktion von mir hättet, dann schaue ich mir das mal an, was da so zur Auswahl steht. Ansonsten habe ich selber auch noch ein paar Videos, auf die ich gerne zwischendurch noch reagieren würde, aber das kann ich ja irgendwann machen. Ja, vielen lieben Dank. Wenn ihr neu hier seid, lasst ein Abo da. Ansonsten freue ich mich über ein Like, Kommentare teilen, natürlich gar keine Frage. Kommt immer gut an, bei jedem YouTuber. Und lasst auch bitte gerne, wenn ihr bei Alicia, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, lasst bitte auch gerne ein Like da. Ne? Ich will hier nicht Alicia bashen. Das ist einfach, ich bin hier nicht gegen Alicia, sondern lediglich gegen ihre Argumentation. Nein, ich bin auch nicht mal dagegen. Die soll sie ja machen. Aber ich finde, dass solche Gedanken, wie ich sie heute dann mit auf den Tisch gebracht habe, auch dazu gehören. Und die sollte man sich genauso angucken. Meiner Meinung nach. Muss keiner. Wie gesagt, ich will das hier auch niemandem aufdrängen. Jeder soll bitte frei seine Entscheidungen treffen. Aber damit man das ausreichen kann, müssen natürlich auch erstmal alle Auswahlmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, auch bekannt sein. Und wenn da irgendwelche von tot geschwiegen werden, dann ist das, kommt das einer Verschwörung gleich, an der man sich, wenn man das tut, dann auch noch selber beteiligt, ohne es selber zu wissen. Bis dann.